von den Mantikern. Ich freue mich, dass wir wieder online sind. Wir sind heute ein bisschen anders. Ihr wisst, normalerweise begrüßen euch an dieser Stelle Kirsten und leitet über zu mir. Heute ist es ein bisschen anders, denn eigentlich war unser Plan, heute gar nicht online zu gehen. Aber wie so oft im Leben, unverhofft kommt oft. Und darum gibt es heute doch eine Aussendung von uns und ich freue mich schon darauf, denn heute wollen wir euch mal einen Blick hinter die Kulissen zeigen. Und hinter den Kulissen ist im Moment Kirsten mit der Kamera, wir werden dann später wechseln und sie zeigt euch mal ein bisschen, was auf dem großen Beratungstisch der Mantiker heute noch alles so los ist, denn wir haben heute, ja, wir sehen hier hinten, hier liegen die wunderschönen Säckchen des Tarot e.V. Der Tarot e.V. hat dieses Jahr diese Säckchen produzieren lassen und wir, die Mantiker, haben als Neben- oder als Ehrenamtsaufgabe und als unterstützende Maßnahmen im Tarotverband Aufgaben. Kirsten ist als Beispiel die Vorsitzende des Vorstands. Mach so ein bisschen Sekretariatsaufgaben, verschicke Dinge, schreibe Briefe, schick die raus. Unter anderem diese schönen Säckchen. Sie sind weißes Satin. Leider spiegelt das ein bisschen, aber man sieht sehr gut. Man hat da das Zeichen des Tarot drauf und auch das Logo. Das sieht man wunderschön. Genau, toll. Also, und diese Säckchen gehen raus und sie haben auch, darum liegen die Rabentarotkarten hier, die wir dank der Königsfurt Orania Verlags hier haben, die wurden von Ihnen gesponsert und so gehen die dann morgen auf die Reise zu unseren Mitgliedern, die dieses Jahr zum Verein gestoßen sind. Aber der Grund, warum wir eigentlich heute online sind, war, dass irgendwann am heutigen Tag die Tür geklingelt hat und dann war der freundliche Mann von UPS da und der hat ein Päckchen hinterlassen. Und jetzt beginnt so der Moment, wo ich diesen schönen Stuhl verlasse und ich die Kamera bedienen werde oder ein bisschen tätig werde und Kirsten wird diesen Platz einnehmen. Hallo da draußen. Ja, wie Rui schon sagte, wir sind ganz aufgeregt, weil wir dieses Päckchen hier bekommen haben und ihr seht ihn schon in den Startlöchern, es aufzuschneiden. Wir wissen tatsächlich nicht genau, was drin ist, aber wir haben so unsere Vermutung und deswegen dachten wir, wir gehen jetzt mal live. Ja, du darfst jetzt losschneiden, lieber Kirsten, hast du Schatz. nicht die Karten gezogen, was denn drinnen Ich sein habe meinen könnte? gesunden Menschenverstand eingeschaltet und Oh. und bin wirklich sehr neugierig. Und ihr seht jetzt also ein Unboxing der Mantika. Und wie gesagt, ich bin wirklich ziemlich neugierig, was in der Weiß Kiste zu nicht, finden ob ist. Ich wir. glaube, ich muss jetzt mal mit der Kamera doch noch mal ein bisschen anders leuchten. Ja, Moment. Ja, so sieht man das ganz gut. Aha, ja, Das ist es. viel Ja. Papier, noch mehr Papier. Oh, und da! Unsere Ja, neuen Säcke da. also wer bis jetzt zugesehen hat, der hält es, glaube ich, nicht mehr auf bei unserem Jubelrufen. Das ist unser neues Buch, ganz frisch in den Verkauf gekommen. Am 16. November wurde es ausgeliefert, jetzt am Montag. Wir haben schon die ersten Registrierungen für den Online-Bereich, denn das Besondere an diesem Buch ist, dass wir nicht nur dieses Buch haben als Set mit den Karten, sondern Mach gleich auf, wir damit die haben, Leute auch sehen, genau, was mach da doch mal drin bitte ist. auch, wir haben einen Online-Bereich geschaffen auf unserer Seite dimantika.de, der exklusiv für alle Käufer dieses Buches da ist. Und wie ihr seht, im Hintergrund packt mein großartiger Mann die Karten aus und yay! Das Also. ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Ich weiß sogar, wie viele Seiten es hat, um die 120, ne?
Und es ist im klassischen Königsfurt-Stil gehalten und hat wie die meisten Deutungsbücher auf jeder Seite Erklärungen für die Karten. Es ist komprimiert gehalten, damit man nicht so einen dicken Wälzer hat. Man kann das Buch leicht mitnehmen, ne? Es ist sehr schön aufgemacht. Und wenn ihr dann aber vertieftes Wissen über die Zigeuner-Wahrsagerkarten haben wollt, dann könnt ihr euch in unseren Online-Bereich einloggen und dann ist alles super. Ja, Schatz, wir müssen jetzt aber wirklich, wenn ich mal dahin schwenken Also darf. was auch noch drinnen ist, ne, das darf man nicht vergessen, weil was nützt uns denn das beste Buch, wenn wir nicht gleich auch das Teil dazu haben, mit dem wir die Karten legen können, von Ferdinand Biatnik aus Wien. Ja, die Zigeuner-Wahrsagekarten auch. Genau. Wir haben einen ganzen Karton jetzt da zur Verfügung. Ihr könnt das Buch natürlich in den Buchhandlungen kaufen, aber ihr könnt es auch bei uns erwerben. Dann könnt ihr sogar signierte Exemplare bekommen. Und auf diese großartige Sache, da müssen wir jetzt einfach mal anstoßen. Ihr seht hier live, wie mein geschätzter Ehemann und Kompagnon eine Das Sektflasche schon öffnet. öffnet, Das kann ganz er nämlich aufgeregt. wesentlich besser als ich. Ja, Weil ich irgendwas. bin besser im Trinken als Ja, er. dann habe ich noch Nachholbedarf. Leider ist unser Aperol alle, aber zum Anstoßen ist das auch sehr, sehr nett. In der Zwischenzeit kann ich noch mal darauf hinweisen, am Sonntag wieder auf YouTube um 15 Uhr gibt es unser Wochentaroskop. Ne? Vergesst nicht, euch das anzusehen. Jetzt wird das erste Sektglas als geschenkt. Und es kommt das zweite Sektglas. Hurra, es kommt sogar ein zweites Sektglas. Genau. Und ich werde das jetzt hier noch mal friesen auf unserem tollen Paket, das wir bekommen haben. Damit ich dann auch sehr schön mit meinem wundervollen Roy, Ja. du hörst, ich feature dich jetzt gerade auf Oh, da Facebook. muss ich gleich mal ins Bild Ich habe meinem kommen. Mann versprochen, dass ich ihm einmal sagen würde, was für ein großartiger Mensch er ist, öffentlich auf Facebook und welche wundervolle Arbeit er immer wieder leistet. So, nun hast du es gehört, mein Liebling. Also gefühlt 25 Jahre arbeite ich jetzt schon auf diesen Moment hin und ihr könnt gar nicht wissen, wie glücklich ich mich schätze, dass ich das noch erleben darf in meinem fortgeschrittenen Alter. Darf ich jetzt trinken? Unbedingt. Also wir haben nicht, ich muss noch auf die Uhr gucken. 17:44 Uhr, ungefähr um 17:44 Uhr haben wir das gemacht. Prost, mein Schatz, auf unser neues Baby. Ja, danke, dass das so toll geklappt hat. Danke für deine ganze Arbeit, die da drinnen steckt. Denn dadurch, dass wir eine neue Form gefunden haben, war das eine große Arbeit. Genau. Cheers an euch da draußen. Ja, und wenn ihr neugierig seid, kauft das Buch und dann loggt euch ein bei unserem elektronischen Teil des Buches. Dort wird regelmäßig mit Texten, mit Videos, mit Erklärungen eine Form des lebendigen Buches entstehen. Also entstehen. Es ist ja schon da, aber es wird immer weiter wachsen. Also wie ein Baby, das über den Säuglingszustand rauskommt und erwachsen wird. Genau. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, vielen Dank. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und sehen uns hoffentlich bald wieder. Wie gesagt, auf YouTube am Sonntag. Und ansonsten gehen wir auch jetzt wieder öfter hier mal live, weil wir das Buch endlich fertig haben. Ja, in dem Sinne, wenn ihr Kommentare, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wenn ihr uns gut findet, liked uns. Und vergesst eins nicht, never give up. Tschüss!